Dringender Aufruf an die Menschheit von Geistheiler Sananda. Was hat es damit auf sich? Mehr dazu in diesem Gespräch. Lieber Sananda, herzlich willkommen. Wir sind mal wieder zusammen in Konstanz. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, danke, danke gleichfalls. Sananda, beim letzten Mal waren es ungefähr 40.000 Menschen, die sich an dich gewandt hatten, um Hilfe, um Unterstützung zu bekommen. Jetzt sind 60.000. Schläfst du nicht mehr? Was machst du? Bist du an vielen Orten gleichzeitig? Wie geht das? Ja, das ist gar nicht so falsch, an vielen Orten gleichzeitig. Ja, das trifft den Nagel auf den Kopf. Das bin ich tatsächlich, aber nicht mit dem physischen Körper, sondern mit dem Astralkörper. Und es sind ja auch nicht 60.000 auf einmal auf mich zugekommen. Das wäre ein bisschen heavy gewesen, wenn die alle auf einmal auf mich zukommen. Nein, es war ja die letzten 3 Jahre. Wir reden ja von den letzten 3 Jahren. Ja. Länger bin ich ja noch gar nicht tätig als Geistheiler. Mhm. Und das ist schon eine enorme Zahl. Das ist mir selber vielleicht auch noch nicht ganz so bewusst. Das gebe ich zu, ja. Und mit dem Schlafen, da muss ich sagen, ja, da hast du auch recht. So richtig schlafen tue ich nicht mehr. Hat aber auch andere Gründe teilweise. Geht das nicht an die Substanz dann ein bisschen? Nein, bei mir nicht. Frag mich jetzt nicht, woher ich die Energie habe. Mhm. Ich weiß es nicht. Oder, beziehungsweise ich. Von oben. Ja, irgendwo weiß ich es natürlich schon, ja. Klar. Aber als Mensch, aus der menschlichen Sicht gesehen, frage ich mich schon auch immer. Und meine Partnerin fragt mich auch oft, wie machst du das? Schon wieder bist du fit und schon wieder beim Arbeiten und gestern der Ärger und heute Morgen der Ärger und trotzdem machst du deinen Job jeden Tag? Und da muss ich schon sagen, ja. Muss man eigentlich krank sein, Sananda, um zu dir zu kommen? Braucht man eine psychosomatische, eine körperliche, eine psychische Krankheit? Worum geht es den Menschen, die zu dir kommen? Sind sie krank oder suchen sie vielleicht auch Sinn? Suchen sie nach Wahrheit? Kann man das wahrscheinlich bei vielen unterschiedlich? Wie würdest du das einschätzen, wer zu dir kommt? Ja, ich denke, das wechselt sehr stark. Also man kann es nicht davon ausgehen, dass nur schwer krank Humpelnde, die im Endstadium in Krebs liegen, zu mir kommen. Das sind sogar eher die wenigsten. Sondern die meisten Menschen verstehen ja auch unter Geistheilung was ganz anderes. Was ist Geistheilung nach deiner Sicht? Nach meiner Sicht entsteht alles im Geiste. Mhm. Das heißt, alles, was wir sind, alles, was wir sehen, ist irgendwann mal im Geiste entstanden und dann ist es manifestiert worden, materialisiert worden, hier auf 3D. Und das Gleiche passiert auch mit Krankheiten. Es ist ja auch erwiesen, dass 70% aller Krankheiten erst sichtbar werden, also andersrum gesagt, die Krankheiten werden erst sichtbar, wenn sie zu 70% fortgeschritten sind. Das heißt, die Anfangsstadien sind, also das ist so fast wie so bei einem Eisberg, dem, wo man oben nur eine kleine Spitze sieht und unten ist in Wahrheit das Große. Ja, genau so ist es. Das heißt, es schlummert jahrelang, manchmal jahrzehntelang im Geistkörper bei den Menschen, die diese Veranlagung für die Krankheit durch die Blockaden und so weiter, die Gründe sind natürlich vielfältig und die Symptome zeigen sich dann erst nach und nach langsam. Und wenn man dann von Krankheit spricht, also von diesen typischen schweren Krankheiten, Krebs, Demenz, Alzheimer, Parkinson und was es da alles gibt, die treten auch schweres Rheuma zum Beispiel, Arthritis, schwere Gicht, Dauermigräne. Es gibt ja so viele verschiedene Richtig Krankheiten, chronische Krankheiten mittlerweile. Die zeigen sich dann erst, wenn sie 70% fortgeschritten sind. Das heißt, die Leute gehen ja immer erst zum Arzt, wenn schon alles, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Und die Geistheilung heilt, wie es der Name schon sagt, den Geist und nicht die Krankheit. Das heißt, die Geistheilung geht an die Ursache und nicht an die Symptome. Und das ist ja auch das Geheimnis des Erfolgs letztendlich von einem guten Geistheiler, dass er eben die Ursache nicht bekämpft, sondern auflöst. Ja. Und dazu braucht er aber auch die Mitarbeit des Klienten. Oder des und das ist so eine Art Neuausrichtung des Bewusstseins des Klienten. Man muss also geistig bewusst oder halbbewusst oder überbewusst oder irgendwo sich neu ausrichten. Das heißt, da muss man könnte sagen, man muss sich neu polen sozusagen. Ja. Es ist auch so wie mit dem Zähneputzen, vergleiche ich das immer gern. Gut. Die Menschen putzen jeden Tag die Zähne, damit sie kein Karies und keine Parodontose bekommen. Mhm. Haben sie die Karies oder die Parodontose, dann gehen sie zum Zahnarzt. Ja. Dann nützt das Zähneputzen nichts mehr. Ja.
Und gleich, das Gleiche ist bei kranken Menschen. Sie gehen immer erst zum Arzt, wenn sie schon krank sind, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist. Und meine Arbeit ist eigentlich, den Menschen ein Rüstzeug an die Hand zu geben, vorzubeugen, dass sie gar nicht krank werden. Das heißt, viele Menschen, die sich behandeln lassen, die haben vielleicht nicht unbedingt körperliche Symptome, die haben vielleicht psychische Symptome, also Depressionen, Burnout und schlechte Stimmungen, sie sind einfach unglücklich und so weiter. Mhm. Und das rührt ja dann auch von verschiedenartigen Besetzungen daher. Mhm. Das ist ja mittlerweile in spirituellen Kreisen ja auch bekannt. Und wenn ich dann diese Besetzungen wegmache, dann verschwinden auch diese Symptomatiken, die Psychosomatiken bei diesen Menschen. Und die Krankheiten, die vielleicht später mal entstanden wären, die schweren Krankheiten, sind quasi im Vorfeld, also wie so eine Art Zeitreise, aufgelöst worden, entstehen erst gar nicht. Das heißt, Geistheilung ist auch eine vorbeugende Sache. Das heißt, man kann die Krankheiten schon im Stadium unter 70% entfernen, am Geistkörper und am Energiekörper, am Schmerzkörper, sodass sie gar nicht im Außen, im Physischen in Erscheinung treten. Du hast in den letzten Jahren viele Dinge herausgebracht, die sind zusammengefasst. Ich will das mal vorzeigen. Zunächst einmal hier in dem neuesten Buch Schockierende Enthüllung, ein dicker Wälzer. Davor einer der Bestseller, Die unglaubliche Wahrheit über Indigo-Menschen. Dazu sind jetzt auch die entsprechenden Hörbücher rausgekommen. Die unglaubliche Wahrheit über Indigo-Menschen, Geistheiler Sananda und Schockierende Enthüllung. Und in diesem Zusammenhang möchte ich dich Folgendes fragen, lieber Sananda. Es wird doch immer von goldenem Zeitalter gesprochen. Du hast aber in den anderen Interviews und Gesprächen, die wir geführt haben, auch aufmerksam gemacht, Achtung, möglicherweise ist es entschieden, vielleicht ist es auch noch nicht entschieden, das ist die Wahrscheinlichkeit, das ist die Potentialität, dann braucht es aber wirklich eine Umkehr und so weiter. Frage, ist das goldene Zeitalter eine Lüge? Gibt es sowas wie einen Aufstieg überhaupt? Ist es generell für jeden möglich? Was verstehst du unter Aufstieg und unter goldenem Zeitalter, falls es das überhaupt gibt? Ja. Sehr umfassend, aber... Ja, die Frage ist sehr gut, ob das eine Lüge ist. Das habe ich mir auch schon oft überlegt, ganz ehrlich. Ich kann aber die Menschen beruhigen, es ist keine Lüge, definitiv nicht. Ob es das goldene Zeitalter ist, das wage ich zu bezweifeln, weil es gab schon mal ein goldenes Zeitalter, das Paradies. Der Garten Eden, das war eigentlich das goldene Zeitalter. Und wenn, dann müssen wir von einem neuen Zeitalter reden, aber nicht vom goldenen Zeitalter. Mhm. Es ist also rein sprachlich vielleicht falsch ausgedrückt. Nur wenn man sich jetzt mal vorstellt, in welchem Rhythmus diese Zeitalter sich abwechseln. Alle 13.000 Jahre gibt es quasi so einen Reset. Ja. Und der ist ja meistens nachweisbar begleitet mit Kataklysmen. Also mittlerweile ist es ja sogar im Allgemeingut bekannt, dass es eine Sintflut gab. Jeder redet von der Sintflut, nach mir die Sintflut. Genau. Den Spruch kennen wir alle. Ja. Aber wer macht sich denn wirklich Gedanken darüber, was man damit meint mit der Sintflut? Mhm. Die meisten denken, ja, nach mir die Sintflut, aber gab es die auch wirklich? Na, die gab es ganz sicher, die Sintflut. Das kann man wirklich nachweisen, auch geschichtlich nachweisen. Und auf die Frage zurückzukommen, das goldene Zeitalter oder das neue Zeitalter wird kommen, definitiv. Aber wenn du jetzt mal genau überlegst, was sind in 13.000 Jahren 100 Jahre? Was sind das? Nichts. Was sind 50 Jahre? Das ist ein Schnipser, ist das. Ja. Und deswegen, die meisten Menschen denken, dass sie jetzt sofort in den nächsten Jahren ein neues Zeitalter beginnt. Ja. Und das geht nicht, weil solange auf diesem Planeten noch 75% Dunkle herumlaufen und dort davon wiederum fast die Hälfte künstlich, solange können wir hier kein neues Zeitalter bekommen. Solange das ist ja praktisch nicht fremdgesteuert. Ja, fremdgesteuert. Das ist, wenn du einen Hühnerstall nimmst und da rennt ein Marder rum. Und dann erzählst du den Hühnern, keine Sorge, wir kriegen ein neues Zeitalter. Und die Hühner sagen, ja Moment mal, da ist noch ein Marder. Keine Bange, der tut euch nichts, der will nur spielen. Solange der Marder im Hühnerstall herumläuft, werden die Hühner kein friedliches neues Zeitalter erleben. Der Marder muss erst weg. Schönes Bild. Was macht der Einzelne für seinen, für ihren Aufstieg? Wie kann man selbst sozusagen, kann das einzelne Huhn, wenn es reinspürt aus dem Hühnerstall, selber mal rausgehen?
Das ist um in deinem Bild zu sehr bleiben. Gute Frage. Die Frage stelle ich mir auch jeden Tag als Mensch, weil ich mache ja nichts anderes, wie mir jeden Tag Fragen zu stellen, weil ich mich ja interessiere für mein Leben und für die Welt. Mhm. Und das Grundproblem dieser Welt ist eben, dass sie stockdunkel ist. Das ist das Grundproblem. Ich sage es so ganz provozierend. Ja. Mhm. Es gibt Menschen, die reden diese Erde schön und beschimpfen mich, weil ich die Welt als Strafplanet bezeichnen würde und so weiter. Wir leben hier in einer materialisierten Hölle. Das ist Fakt. Wir brauchen nicht in die Hölle nach unten steigen. Wir haben sie hier jeden Tag. Und ich möchte jetzt auch gar nicht alles aufzeigen, was hier auf dieser Welt passiert. Naja, da braucht ja jeder, der in den deutschsprachigen Ländern ist, nur mal aufmerksam und sogar die Systemmedien verfolgen. Ja. Messerstechereien, Terrorismusanschläge, Ausbeutung, Korruption. Und das bringt mich gleich zur zweiten Frage und du kannst den Rest deiner Antwort bitte mit reinpacken. Du wirst ja unglaublich angegriffen von allen möglichen Ebenen, sowohl von Systemmedien wie von konkurrierenden vermeintlichen Geistheilern, wie von dunklen Mächten. Wie gehst du damit um? Ich habe so ein bisschen mal Hintergrundwissen mir angeeignet, dass ja ständig dir alles Mögliche untergeschoben wird. Wie gehst du damit um? Wie bist du ausgestiegen bereits? Was machst du damit, dass diese Angriffe sind? Ja, das war, muss ich zugeben, am Anfang eine harte Zeit. Ich habe schon einige Mal darüber gesprochen und mich auch detailliert ab und zu mal ausgelassen. Ich muss sagen, der Spruch, was dich nicht umbringt, härtet dich ab, das stimmt tatsächlich. Anfangs hatte ich viele schlaflose Nächte, als ich damals im öffentlichen Fernsehen in der Schweiz medial hingerichtet wurde. Es war nichts anderes wie eine Hinrichtung. Ja. Ich war gerade mal ein halbes Jahr Geistheiler und komme im öffentlichen Fernsehen und muss dann sehen, was ich für ein Betrüger, für ein Scharlatan, für einen Abzocker und für ein böser Bube bin. Das war für mich und für meine Familie krass. Also wir haben uns tagelang nicht aus dem Haus getraut. Das war, ich denke, dass es Menschen gibt, die sich töten nach so einem Vorfall. Da bin ich ganz sicher. Und ich denke, dass viele, die das gemacht haben, was ich mache, das danach nicht mehr gemacht hätten. Die hätten sich verkrochen in ihrer Wohnung und hätten Hartz IV bezogen oder Sozialhilfe und gesagt, nee, so nicht. Das verkraft ich nicht mehr. Ich bin so geartet, zum Glück, von meiner Energie her. Ich brauche dann immer so ein paar Tage, bis ich das verarbeitet habe. Und dann kommt in mir so eine Art Kampfgeist hoch. Gut. Jetzt erst recht. Ja. Den zeige ich mit mir nicht. Ja. Und so war das bei mir und so ist es auch heute noch. Das heißt, jedes Mal, wenn eine Attacke kam, auch im Internet, was ich doch alles gemacht hätte. Ja. Ich habe auch auf meiner Webseite dazu ausführlich Stellung genommen unter Rufmord. Ja. Da habe ich auch einzelne Fälle aufgezeigt, dass diese ganzen Vorhaltungen total substanzlos sind und jeglicher Grundlage entbehren. Einfach nur aus dem Hut gezaubert, irgendwas behauptet. Und ohne jegliche nachweisbaren Beweise, einfach um mich schlecht zu machen. Genau, du gehörst ja zu den Pionieren, wie zum Beispiel im Gesundheitswesen der Robert Franz mit den lila Haaren ein Gesundheitspionier ist. Es gibt einige wenige Pioniere. Bevor wir zur Frage zu den Kriegen und Spannungen, Ängsten und den Tieren kommen, da wollen wir ganz gezielt darauf eingehen, doch nochmal eine Frage, fast gesellschaftspolitisch. Es ist ja merkwürdig, dass man dich als Geistheiler angreift, obwohl du unglaublich viele Tausende, ich habe ja mit Dutzenden selber gesprochen, sagen, wie viel Hilfe sie bekommen haben. Es ist ja merkwürdig, dass du angegriffen wirst. Aber Menschen, die einen großen Schweizer Konzern führen und behaupten, Wasser sei kein Menschenrecht, oder andere Menschen, ich sag den Namen nicht, die Firma, die aufmerksam sind, wissen, das ist der größte Nahrungsmittelkonzern der Welt, dessen Chef der Meinung ist, Wasser ist kein Menschenrecht. Es gibt genügend Menschen, die Chemie bewusst hineintun in unsere Nahrung. All diese Menschen werden nicht angegriffen, du wirst angegriffen. Ist das vielleicht jetzt die Frage, weil du nicht an den Symptomen was machst, sondern zu der geistigen Ursachen gehst, wo es um echte Freiheit geht? Das hängt damit zusammen, wo ich vorhin gesagt habe, wo wir leben. Wir leben hier oft in der Hölle oder auf der Hölle. Wir haben die Hölle. Und wer was anderes behauptet, der schläft oder lügt. Oder ist einer von den Höllenmitarbeitern. Ja. Das ist Fakt. Ja. Also wenn man die Welt anschaut, dann muss man sagen, das ist die Hölle. Nichts anderes als die Hölle.
Tod, Verderben, Zerstörung, Vernichtung. Und wir leben, wir sind Energiewesen. Du bist ein Energiewesen, alle wir hier sind wir Energiewesen auf dieser Erde. Und es gibt verschiedene Energieformen, es gibt Polarisierungen, es gibt von allem das Gegenteil. Es gibt dunkle, es gibt helle, es gibt auch was dazwischen. Und wenn du in der Dunkelheit lebst und du kommst als Licht auf die Welt, dann greift dich die Dunkelheit an. Punkt, das ist alles. Das heißt, es geht um Energien. Ich werde angegriffen, weil ich die Energie verkörpere, nicht weil ich Oliver Michael Brecht bin, der vor 10 Jahren Network Marketing gemacht hat, oder weil ich gebürtiger Deutscher bin oder weil ich Polizist war oder und. Nein, es geht um die Energieform, die ich bin und um das Bewusstsein, was ich vertrete. Dieses Bewusstsein wird attackiert. Nicht ich werde attackiert, sondern mein Bewusstsein. Das heißt, Menschen sehen mich und attackieren mich. Die wissen nicht mal, wer ich bin. Es gibt dunkle Menschen, die ich auf der Straße treffe beim Einkaufen, die sehen mich und kriegen sofort eine Fratze, verziehen ins Gesicht und wollen mich fast anspucken. Die kenne ich ja gar nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass ich so hässlich bin oder so unsympathisch bin, dass sowas passieren muss. Es gibt sicher hässlichere wie mich. Ja. Also muss es ja eine andere Gründe haben. Genau. Genauso gibt es aber auch Menschen, die lächeln mich an und die freuen sich, wenn sie mich sehen. Und ich habe sehr vielen Menschen geholfen. Gut, schätzungsweise um die 60.000 Menschen behandelt, x unzählige Tiere behandelt. Man kann auch nachlesen in meinen Feedbacks, wie viele Tiere gesundet sind nach Behandlungen. Bei einem der Sananda-Treffen haben wir darüber ja gesprochen, und zwar mit Menschen, ich glaube, es waren Pferde, um die es da ging. Ja, ich erinnere mich, diejenigen haben mir das ja im Gespräch berichtet. Da gibt es ja auch ein wunderbarer neuer DVD, das wundersame Leben des Heilers Sananda, da ist ja ein Teil von diesem Treffen auch dabei, weil du Tiere angesprochen hast. Es gibt einen Film auf YouTube, auf den hast du mich und uns aufmerksam gemacht, der zeigt, wie sehr die Kälber, wie sehr die Kühe, wie sehr die Tiere gequält werden von uns oder in unserem Auftrag. Was ist dein Anliegen? Was ist da die Lösung? Was schlägst du vor? Ich denke, dass eine der Hauptursachen für das Leid auf der Erde sind die Landwirte. Verzeihung, wenn sich jetzt die Landwirte auf den Fuß getreten fühlen, aber ich muss es so hart sagen, weil sonst wird sich nie was ändern. Die Landwirte sind mitunter das Grundübel dieser Gesellschaft, weil sie besitzen das meiste Land hier. Sie bestimmen, was wir zu essen haben. Sie bestimmen, was für Gifte reinkommen in das Essen. Glyphosat. Ja, das ist eins. Herbizide, Fungizide. Es gibt so viele Giftarten, die da drauf gesprüht werden. Wenn du heute einen normalen Nicht-Bio-Apfel kaufst, dann hast du, glaube ich, 10erlei Giftstoffe mit drin. Also im Prinzip ist es ein Wunder, dass nicht noch mehr Menschen früher sterben. Wird aber so kommen. Naja, aber ich meine, die Allergien sind ja schon Hinweise darauf, dass da Wirkungen sind. Aber zurück zum Thema, was kann man machen? Du sagst, die Landwirte müssen, aber müssten wir nicht möglicherweise, auch muss ich nicht aufhören, Milch zu trinken? Ja, da komme ich nachher noch drauf. Ah, gut. Jetzt geht es erstmal um die Ursachen. Ja. Die Ursachen sind natürlich die Menschen, die das verzehren, ganz klar, sind die Verbraucher. Die Landwirte bedienen ja nur das, was gefordert wird. Aber würden die Landwirte umschwenken, und einen so einen Fall habe ich, so einen super tollen Fall von einem Klient von mir, ein Landwirt, der, glaube ich, 50 Rinder hatte und Kälber und was weiß ich was alles, der nach meiner Behandlung seinen Hof aufgegeben hat. Aber das kann man dann in diesem Film anschauen. Und wenn noch mehr Landwirte diesem Beispiel folgen würden, dann könnte sich vielleicht was ändern. Weil das liegt am Mangelbewusstsein dieser Menschen, nicht nur der Landwirte, auch der Verbraucher, weil sie immer noch von dem Denken ausgehen, von der Nahrungskette, weil sie immer noch davon ausgehen, dass sie an der Spitze der Nahrungskette stehen und das Recht haben, die Tiere, die uns geschickt wurden vom Schöpfer, zu missbrauchen, zu verraten, zu töten, auszusaugen und zu zerstören. Und es geht letztendlich geht's um Energien, es geht darum, gegen das Leben zu arbeiten, und die meisten Tiere sind beseelt, im Gegensatz zu den meisten Menschen, und diese Tiere werden gejagt, so wie die beseelten Menschen, und das sind hier nichts anderes wie Rituale, wenn diese Tiere geschlachtet werden. Das sind ganz brutale, schwarzmagische, niederste Rituale und sonst gar nichts, und darum geht's. Es geht darum, negative Energien zu erzeugen. Ich glaube dir das, ich habe nämlich mal, als ich ungefähr 19 war, im Schlachthof in München selber gefilmt.
und bin seit über 40 Jahren Vegetarier, esse kein Fleisch, kein Wurst, kein Geflügel. Also ich kann das direkt nachvollziehen. Eigentlich ist doch das aber ein Verbrechen gegen wieder den Heiligen Geist oder wieder das Göttliche. Ja, der Schöpfer hat uns die Tiere geschickt, damit wir lieben lernen. Das ist der Grund, warum die Tiere da sind, damit die Menschen lieben lernen. Und diese Menschen, die diese Tiere töten, sind keine Menschen, das sind Unmenschen. Das sind Monster, das sind nicht mal Verbrecher, weil als Verbrecher braucht man schon ein klein bisschen Bewusstsein. Das sind Monster, die haben kein Bewusstsein. Das sind also auch kein Mitgefühl, die merken gar nicht, dass sie was Böses oder Schlechtes machen. Nein, sie haben kein Bewusstsein. Man kann ihnen nicht mal einen Vorwurf machen. Einerseits scheint es ja sozusagen künstliche Wesen zu geben, die wie Menschen aussehen. Andererseits scheint es ja Menschen zu geben, die negativ besetzt sind. Vielleicht ist das zwar im Endeffekt in der Wirkung dasselbe, aber ist da für dich ein Unterschied da, weil das eine doch letztlich göttliche Wesen ist und das andere nur Chimären? Ja, wir haben 25% Menschen auf der Erde und 75% künstliche Wesen, die nur einen Menschenkörper haben. Wir haben verschiedene Inkarnationen aus anderen Dimensionen, von anderen Planeten. Ob die Planeten jetzt rund sind oder eckig, spielt jetzt mal gar keine Rolle. Ja. Es gibt definitiv andere Planeten. Meines Erachtens sind sie nicht rund. Aber das ist, wie gesagt, ist nicht das Thema heute. Diese Wesen inkarnieren hier, weil die Erde ist mehr oder weniger der zentrale Punkt des Universums, wo sich alles bündelt. Das heißt, da kommen Energien von unten und von oben, die treffen sich alle in menschlichen Körpern auf der Erde, um hier quasi eine Aufgabe zu erfüllen oder um sich weiterzuentwickeln, um Erfahrungen zu sammeln und so weiter. Und weil diese dunklen Dinge, die hier passieren, ein normaler Mensch nicht tun könnte, weil ich könnte kein Tier töten, ich kann auch nicht auf einen Wurm drauf treten, wenn ich irgendwo laufe, kann ich nicht. Ja. Das tut mir weh. Geht mir genauso. Wenn ich das aus Versehen mache, habe ich den ganzen Tag ein schlechtes Gewissen und Mitleid. Genau. Es gibt aber andere Wesen, das wissen wir alle Menschen, die haben Spaß dran, den Finger in die Wunde zu legen. Fürchterlich. Und dann lachen sie so. Ja. Und das sind Menschen, die foltern gern, die quälen gern. Sadisten. Und das sind aber keine Menschen, das sind Unmenschen. Die können Tiere töten, ohne mit der Wimper zu zucken. Die können die ausnehmen, die lachen dabei, die freuen sich. Und der Schöpfer hat dafür gesorgt, dass es künstliche Wesen gibt über den Antischöpfer. Das heißt, der Antischöpfer wird quasi auch nur benutzt. Der Teufel, der Satan, ist auch nur ein Werkzeug. Das sind meine Erkenntnisse mittlerweile. Ja. Dass das Böse einen Zweck hat, weil der Schöpfer uns zeigen will, dass es die Liebe gibt. Und wie zeige ich jetzt jemandem, dass es die Liebe gibt? Indem er erkennt, dass es das Böse gibt. Ah, das ist ja interessant. Lass uns das nochmal wiederholen. Das scheint mir eine zentrale Einsicht zu sein. Wie kann ich Liebe empfinden, möglicherweise stützen, verbreiten, nur wenn ich vorher erkenne, dass es das Böse überhaupt gibt? Das ist die wichtigste Erkenntnis, kann mich nur wiederholen, wie schon mal in einem Interview. Der Menschheit ist es zu erkennen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Gut und Böse. Und das ist, hört sich so einfach an. Und jeder hat schon mal drüber gesprochen und tut es immer wieder. Aber so richtig bewusst ist es den Menschen nicht, weil sie schauen weg. Sie wollen das Böse nicht sehen. Deswegen konnte sich das Böse so enorm entwickeln auf dem Planeten hier, weil die Menschen Jahrhunderte lang immer weggeschaut haben. Ja, und weil es heute gesellschaftspolitisch ja häufig geheißen hatte von bestimmten, aus bestimmten Ecken, ich will den nicht weiter parteipolitisch qualifizieren, man muss tolerant sein, man muss alles annehmen, man muss alles durchmischen und so weiter. Nein, das ist Mindkontroll. Was hier passiert auf der Erde derzeit ist brutalstes Mindkontroll. Mindkontroll heißt geistige Kontrolle. Ja, das heißt, Bewusstseinskontrolle für die, die den englischen Begriff nicht so kennen. Programmierungen. Ja. Die Menschen werden programmiert übers Fernsehen, übers Radio, über die Zeitungen, über die anderen Menschen. Ja. Die Medien geben was vor und die Masse schluckt es. Für die ist das Gesetz, wenn ein Nachrichtensprecher was sagt, das ist Gesetz. Und es wird eine Zweiklassengesellschaft geben in den nächsten zwei Jahrzehnten. Eine ganz brutale Zweiklassengesellschaft. Es wird die Mainstream-Leute geben, das heißt die mich auslachen, die mich verhöhnen, die mich als Betrüger bezeichnen und Scharlatan und Dummschwätzer und ha-ha-ha-ha-ha. Und dann wird es die anderen geben, die tatsächliche Realität kennen, die das Bewusstsein haben,
die wissen, es gibt eine spirituelle Welt, also, oder noch, nee, noch besser gesagt, die wissen, dass es nur eine spirituelle Welt gibt. Es gibt gar nichts anderes. Das andere sind praktisch Schatten, Schattenspiele. Ja, ja. Es sind Illusionen, künstliche Illusionen, erzeugt von künstlichen Wesen, vom künstlichen Antischöpfer, vom Satan. Um uns zu kontrollieren. Das Ziel der Dunkelheit ist es, uns Seelen, uns göttliche Seelen zu zerstören, zu vernichten. Sie wollen uns total weghaben hier von der Erde und sie wollen das komplette Kommando haben alleine auf der Erde. Weil diese dunklen Wesen wissen ja nicht, dass sie benutzt werden, dass sie selber nur Werkzeug sind. Die wissen das ja nicht. Die machen das ja aus ehrlicher Überzeugung, was sie tun. Die wollen uns wirklich töten. Die wollen uns wirklich zerstören. Für die ist es kein Spiel. Haha. Du hast dieses Gespräch mit der Überschrift versehen, Achtung, dringender Aufruf an die Menschheit. Was ist dein Aufruf, gerade nachdem du das jetzt so drastisch und dramatisch geschildert hast, ich glaube zutreffend geschildert hast, was ist dein Aufruf an die wenigen, die vielleicht sich betroffen fühlen, die merken, wir können, wir wollen, wir sollen uns engagieren? Es ist schwer. Weil die Menschen, die mich sehen können, die wissen, wer ich bin, die wissen das ja alles, was ich sage. Und die anderen kann ich ja nicht überzeugen, weil die sind gefangen in ihrer Realität, in ihrer 3D-Realität. Es gibt einen Teil Menschen, die kann man noch aufwecken, die kann man noch kriegen, die kann man noch rüberziehen. Die Masse ist leider verloren. Das klingt ja sehr pessimistisch jetzt. Nein, das ist Fakt, das ist Realität. Das kann sein, aber ich kann es nicht ändern. Ja. Ich kann doch den Leuten nicht falsche Hoffnungen machen und sagen, macht euch keine Sorgen, alles wird gut, schlaft weiter, guckt Fernsehen, aber alles wird gut. Was steht der Menschheit denn am meisten im Wege? Sie selber. Das größte Problem der Menschheit ist die Überwindung der Angst. Das ist das größte Problem. Und das ist auch die Ursache von allem. Weil die Menschheit wird in Angst gehalten, in Angst und Schrecken. Dadurch wird sie in der niederen Schwingung gehalten und kann die Realität, die spirituelle Realität nicht wahrnehmen. Sie sind gefangen in der 3D-Materie durch das Herabsetzen der Schwingungen. Und deswegen haben wir auch ein komplettes System seit Jahrhunderten aufgebaut, seit Jahrtausenden vorbereitet von den dunklen Wesen hier auf dem Planeten, die das Sagen haben, die die Herrschaft haben hier. Wir leben unter der Herrschaft des Satans hier, um es mal drastisch auszudrücken. Die Bibel spricht vom Fürst der Welt, was genau genommen nichts anderes bedeutet. Ja, die Materie ist unter der Kontrolle des Satans. Ja. Es ist Fakt. Also wer das noch nicht kapiert hat, der hat einen Schuss nicht gehört. Ich muss es so hart sagen. Erneut die Nachfrage, lieber Sananda. Was ist denn für den Einzelnen, die Einzelne, die spürt, nein, da ist was dran, was der Sananda sagt. Ich merke, wie ich teilweise programmiert werden soll. Ich merke, wie mich das in der Schwingung herabsetzt. Aber ich möchte aussteigen. Ich möchte aufsteigen, aussteigen und aufsteigen. Was kannst du denn denen sagen? Denn auch wenn es nur sozusagen ein Viertel ist oder selbst wenn es nur 5 oder 10% wären bei 7 Milliarden, selbst wenn es nur 1% wäre bei 7 Milliarden, sind das ja ganz viele Menschen. Was kannst du denn denen als konkrete Hilfe sagen oder was können Sie machen? Das Schicksal der Erde ist festgelegt. Es gibt Mächte, die über uns wachen, die auch über die Dunkelheit wachen. Aber über die Einzelnen? Entschuldigung, dass ich wieder zurückgehe vom Kollektiv zum Individuum. Komme ich gleich drauf. Gut. Das Schicksal ist vorherbestimmt, das ist Fakt. Mhm. Die Zukunft steht auch fest. Also die Eckdaten stehen fest. Es gibt einen Wechsel, es gibt ein Reset, es gibt ein neues Zeitalter. Definitiv. Das wird kommen. Wir werden noch bis 2036 ein schweres Leben haben und bis dahin wird sich entscheiden, was passiert. Und jetzt komme ich zu dem ganz wichtigen Punkt. Wenn die Menschen lernen, aufzuwachen, wenn die Menschen lernen, sich zu widersetzen, wenn sie anfangen, die Froschmethode zu durchschauen, wenn sie erkennen, die Froschmethode kennst du, oder? Nein, kenne ich nicht. Wie kocht man einen Frosch lebendig? Wie macht man das? Man tut ihn in kaltes Wasser, macht Feuer drunter und erhitzt das Wasser immer ein Stück mehr. Irgendwann kocht das Wasser und der Frosch ist tot. Das heißt, der Frosch hat nicht gemerkt, dass es immer wärmer geworden ist.
Aha, die Froschmethode heißt also, was hier passiert, ist eine unmerkliche Programmierung, eine unmerkliche Besetzung. Ja. Und du sagst jetzt, wie kann der Einzelne daraus? Wir werden in den Abgrund geführt von unseren psychopathischen Führern, von den künstlichen Wesen, die uns führen. Die ganzen Regierungsführer sind alles künstliche Wesen. Das sind Elementarwesen, teilweise auch Elementalwesen. Du weißt, was ich mache? Kennst du eine Führerin, die abgeknabberte Fingernägel hat? Wir brauchen den Namen nicht zu nennen. Wer das nicht erkennt, dass hier eine Besetzung stattfindet, entschuldige, dass ich mich jetzt, ich sollte dich ja eigentlich interviewen, entschuldige, dass ich jetzt meine Meinung noch da zum Besten gehe. Zurück zu dir. Ja. Also, wir werden an den Abgrund geführt, sagtest du, von den Regierungen. Wir werden geführt von Elementalwesen. Elementalwesen sind künstliche Wesen. Die haben sich manifestiert in körperlicher Form. Das sind keine Menschen. Die haben keine Seele. Die werden auch nie eine kriegen. Nie. Die sind nur da, um uns zu zerstören. Und die haben keine Gefühle. Die machen uns platt. Die gehen ihren Weg, weil sie haben keine Angst. Wie ein Roboter sozusagen. Ja, die haben keine Angst. Die bringen, auch wenn sie selber draufgehen, es ist ihnen egal. Sie lachen dann noch. Das sind Elementalwesen, das heißt, das sind eigentlich frühere Gedankenformen, die sich im Laufe der Jahrhunderte manifestiert haben. Und dann haben wir noch natürlich auch noch Erbkrankheiten aus Atlantis. Das heißt, wir haben auch teilweise Elementargeister, Naturgeister, die noch in Menschenform derzeit rumlaufen auf der Erde. Mhm. Das waren mal Elementargeister. Die wurden damals durch die schwarzen Priester, durch die Hohepriester, durch Schwarzmagier in Atlantis hervorgerufen, aus den untersten Schichten der Dimensionen wurden die hervorgerufen. Die wurden damals missbraucht und benutzt und die rächen sich jetzt mehr oder weniger. Nenn es von mir aus Karma, nenn es, wie du willst. Mhm. Kann man auch drüber streiten, über das Karma. Aber sie sind da. Ich sehe sie und es gibt wenige Leute, die das verstehen. Die verstehen es halt nicht. Mhm. Die sehen halt nur diese Köpfe, diese Menschen. Ja, das sind Menschen und so weiter. Und die haben alle eben ihre Vorgaben und andere Politiker machen es auch nicht besser. Ja, da haben sie recht. Aber um auf den Punkt zu kommen, diese Wesen führen uns an der Nase herum. Mhm. Und es ist für mich fast nicht mehr zu ertragen, wenn ich das sehe, was die alles mit der Menschheit machen, dass beseelte, lichtvolle Menschen sich ducken vor diesen Geistern. Das sind Geister, letztendlich Dämonen und Geister, die uns verhöhnen, die uns wie ein Stier am Nasenring durch die Manege ziehen und sich totlachen über uns. Und weil wir nicht wissen, was wir für eine Macht haben. Die Menschen müssen anfangen, sich zu widersetzen. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Nicht kämpfen, Kriege führen, bla bla bla, keine Revolution. Nein, widersetzen, im Kleinen, im Täglichen, sich nichts mehr gefallen lassen, sich widersetzen. Ist nicht notwendig, entschuldige, dass ich unterbreche, aber ist nicht notwendig, dass bevor ich mich widersetzen kann, ich überhaupt mal wieder anfange, möglichst selbstständig zu denken und zu überlegen, ist denn das, was im Fernsehen und in den Zeitungen steht, überhaupt wahr? Ist das richtig? Wie komme ich denn dazu, dass ich mich widersetze, wenn ich noch gar nicht erkannt habe, wogegen ich mich widersetze? Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Da kommen wir schon zum zweiten Punkt. Die Menschen müssen suchen. Sie müssen nach der Wahrheit suchen. Sie also müssen widersetzen nach der Wahrheit suchen. Sie müssen nach der Wahrheit suchen. Ich habe mir hier ein paar Punkte aufgeschrieben, weil ich mir in meiner Emotion meistens die Hälfte vergesse. Nein, nein, bitte sag sie, denn wir wollen es nicht gesagt. Nein, wir haben die Zeit dafür. Ja. Wenn du diese Sachen ruhig jetzt uns so, wie das du das heißt, die Menschen müssen aufhören, gegen ihre eigene Rasse zu gehen, die eigene Rasse zu bekämpfen. Da müssen sie aufhören. Die Soldaten müssen aufhören zu schießen. Sie müssen sich weigern, in den Krieg zu gehen. Die Polizisten und Zöllner müssen aufhören, ihr eigenes Volk zu foltern, ich sage es mal übertrieben gesagt, foltern, niederzumachen, einfach wieder zurück zur Respekt, Anstand und Respekt und würdevoll. Das fehlt den Menschen, dass sie wieder respektvoll miteinander umgehen. Die Menschheit wird verroht. Im Fernsehen werden Nackt-Dating-Shows gezeigt mit Penissen und Vaginas und was der Teufel was. In welche Richtung gehen wir denn? Die Menschheit wird total verroht. Und deswegen müssen die Menschen wieder runterkommen, sich besinnen und sagen, Moment mal, das stimmt nicht. Was da läuft, das kann nicht normal sein. Lass uns wieder besinnen, lass uns zurückgehen. Dann geht's weiter, die Tiere zu schützen, die Schwachen zu schützen. Die Menschen müssen sich einsetzen. Jeder Einzelne muss sich für Schwächere einsetzen. Jeder Einzelne muss schauen, wo kann ich helfen, wo kann ich spenden. Ich spende jedes Jahr eine fünfstellige Summe an Gnadenhöfe, an Tierheime. Ich spende auch an einzelne Menschen, die ich kenne, wo in Not sind und so weiter, wo ich versuche, meinen kleinen Teil dazu beizutragen,
dass die Welt ein kleines Stück besser wird. Und wenn das jeder macht, in seinem Umfeld schauen, dass die Welt besser wird, dann wird die gesamte Welt besser, mhm, und dann kann sich quasi ein Quantensprung fürs Bewusstsein und das für die Bewusstseinsanhebung ereignen. Dann haben wir eine Chance, dass wir das noch umdrehen bis 2036, dass es keine Kataklysmen gibt. Im Moment sehe ich die Zukunft so. Ja. 2036 ist finito. Und nach meinen jetzigen Informationen wird alles überflutet, was unter 400 Meter Meereshöhe ist in Europa. Ja. Nach meinen jetzigen Informationen. Das heißt, alles, was unter 400 Meter Seehöhe ist, Konstanz ist nieder. Ja. Nieder. Konstanz liegt für, über 400. Ach so. Also wir werden hier überleben. Also, ah ja. Das ist die jetzige Zukunft, die ich sehe im Moment. Das heißt, es ist noch ein Stück schlimmer wie beim letzten Interview geworden, weil sich das Bewusstsein noch gesenkt hat. Das heißt, die Zukunft ist nicht fest. Die Zukunft ist aus jetziger Sicht nicht fest. Aus der Zukunft gesehen ist sie fest, sie ist ja schon passiert. Das, was passieren wird, der Wechsel wird kommen. Ja. Aber wir haben es noch in der Hand, wir haben einen freien Willen. Gott hat uns ausgestattet mit einem freien Willen. Nicht umsonst hat er uns den gegeben, dass wir uns wehren gegen die Bevormundung, gegen die Unterjochung, gegen die Ausbeutung, indem wir in unsere Macht kommen, indem wir unsere Stärke wieder leben und die Angst überwinden. Und das ist das Hauptproblem, die Überwindung der Angst. Wir haben nichts zu verlieren. Wir sind doch geistige Wesen. Ja. Wenn wir diesen Körper verlassen als Geistwesen, dann sind wir doch nach wie vor existent. Vor was soll man denn Angst haben? Was sind die weiteren Punkte, die du zu dem Aufruf, deinem Aufruf an die Menschheit notiert hast? Ich will nur sicher sein, dass wir es nicht versäumen. Was ganz wichtig ist, stellt die Politiker, die örtlichen Politiker zur Rede, weil unten in der Basis fängt's an. Oben an die Leute kommen wir nicht mehr ran. Die sind so weit von uns weg entfernt. Berlin, aber Brüssel, vergessen, die Basis, Gemeinde, Landrat. Die Basis. Ja. Geht zur Basis, packt die Leute am Schlawittchen und fragt sie, warum sie das Spiel mittreiben, ob sie mitverantwortlich sein wollen für den Untergang der Menschheit. Wir müssen an der Basis arbeiten und die Leute unten umdrehen, nach und nach. Dann nicht mehr spenden an große Organisationen, an die Kirche. Das Geld ist weg. Genauso mache ich es auch, was du vorher gesagt hattest, an Gnadenhöfe, Einzelmenschen, so mache ich. Und ich habe mich auch entschieden, ich will keine Namen nennen, an große Organisationen, staatliche oder NGOs. Das Geld ist weg. Tut mir leid, kein Pfennig 80% mehr. Versinkt im Sumpf, das Geld ist weg. Ja. Was hast du? Dann Gruppenbildung. Es kann sein, dass sie uns irgendwann das Internet mal kurz kappen. Es kann sein, dass sie Stromausfälle machen. Vorrat für 4 Wochen anlegen ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Gaskocher zu Hause, Kerzen, Heizung, die unabhängig ist von Strom, Ölradiatoren und dergleichen besorgen. Vorratshaltung anlegen für mindestens 4 Wochen, weil es kann mal durchaus sein, dass es Stromausfälle gibt. Die Herrschenden werden dafür sorgen, dass es keine gibt, weil sie dann die Kontrolle verlieren über ihre Reptos, über ihre Roboter, weil sie die dann nicht mehr steuern können. Über die Funkmasten. Ja. Also es liegt nicht im Interesse von der Dunkelheit, dass es Stromausfälle gibt. Das würde dann eher die Lichtkräfte würden das machen, Stromausfall, um eben die durcheinander zu bringen, dass sie aus dem Tritt kommen. Und nicht mehr den Medien glauben. Die Lügenpresse, es ist zwar eine Phrase, aber es gibt die Lügenpresse und es gibt nichts anderes. Es ist keine Phrase. Ich war 20 Jahre bei ARD und ZDF selbst. Ich kann nur sagen, die Systemmedien verdrehen, verzerren, vertuschen. Dann Gruppenbildung. Wenn Sie das Internet irgendwann mal kappen sollten, bildet jetzt schon Gruppen, vereinigt euch, macht Adressenaustausch, damit ihr nachher noch Kontakte haben könnt miteinander und so weiter. Das Telefon wird eventuell auch mal abgeschaltet, aber ich kann jetzt nicht sagen, in welchem Zeitraum. Ja. Die nächsten Jahre werden ganz brutal werden. Es wird offene Straßenkämpfe geben in den Großstädten. Es wird Gegenden geben. Die gibt es jetzt bereits. Ja, die wissen in Berlin und in Duisburg. Das wissen aber die Menschen gar nicht. In Brüssel, in Paris, in den Banlieues. Die gibt es jetzt bereits. Es wird hier nicht verbreitet. Wir kommen zum Schluss, lieber Sananda. Welche 2, 3 wichtigen Gedanken möchtest du noch unseren Zuschauerinnen und Zuschauern mitgeben? Ja, ich kann jetzt nur von mir ausgehen. Ja. Die Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, die größte Erkenntnis, die ich gewonnen habe, ist, dass die Erkenntnis, die ich heute gewinne, morgen schon überaltet ist.
weil wir jeden Tag, also ich kann es nur von mir ausgehen, jeden Tag neue Erkenntnisse bekomme. Mhm. Und das ist ähnlich wie bei Computerprogrammen. Wenn ein neuer Computer rauskommt, ist er in dem Moment schon veraltet. Und wir wachsen ständig weiter. Wir sind hier auf der Erde, um Erfahrungen zu sammeln, um uns zu entwickeln. Mhm. Und wir müssen die Erfahrungen machen, um uns zu entwickeln, die nötig sind. Das heißt, sollte es zu einem Shutdown kommen, zu einem totalen Kataklysmus, dann war es nötig für die Menschheit. Mhm. Weil Gott meint es gut mit uns. Gott will uns nicht zerstören. Gott will, dass wir lernen und dass wir die Erfahrungen kriegen, die wir brauchen. Und wenn die Menschheit sich nicht kein Umdenken macht, wenn sie es nicht schafft, umzudenken und zurück zur Natur, zurück zum Göttlichen und das Göttliche zu schützen, die Schwachen zu schützen, die Tiere zu schützen, die schwachen Menschen zu schützen, wenn die Menschheit das nicht in den Griff kriegt, dann wird es so weit kommen. Weil solange das letzte Tier auf der Welt noch, solange noch ein Tier auf der Welt getötet wird, sind wir noch eine unbewusste Menschheit. Ja. Und wir richten uns immer an dem Schwächsten. Das heißt, die Gesamtheit ist entscheidend. Es wird immer nach dem schwächsten Glied geschaut. Und solange es noch ein schwaches Glied gibt, können wir nicht im Gesamten aufsteigen. Das war ein wunderbarer Zusammenfassung von deinem Aufruf. Gibt es etwas, was du dennoch jetzt noch anfügen möchtest? Ja, es ist so, dass es alles, was passiert, nur zu unserem Besten ist. Auch wenn man es vielleicht jetzt nicht so richtig versteht. Es ist nur zu unserem Besten, was passiert. Alles. Wir sind jederzeit unter Schutz von höheren Mächten. Die sind immer da. Wenn wir uns dorthin wenden, innerlich. Wenn wir uns ihnen hinwenden. Bewusst. Gott liebt jedes Wesen. Gott liebt jedes Wesen. Selbst das niederste Wesen wird von Gott geliebt. Nur das niedere Wesen liebt Gott nicht. Das ist das Problem. Das heißt, wir müssen uns wieder Gott zuwenden. Und dann werden wir alle gerettet werden. Weil Gott schützt die Liebenden. Lieber Sananda, das war ein wunderbarer Schlusssatz. Mal sehen, was sich entwickelt und verändert hat beim nächsten Mal, wenn wir uns treffen. Alles Gute für dich und für deine Arbeit. Danke.